Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Schick, ich habe immer irgendwie ein Problem damit, wenn Sie sagen, dass die Union bei digitalen Themen in irgendeiner Form an der Spitze wäre, darauf dann nicht mit einem ungefähr dreistündigen Co-Referat, wo die Union nicht in der digitalen Realität angekommen ist, zu antworten. Ich will es an dieser Stelle lassen, sondern mich dem Antrag sehr gerne zuwenden, weil es in der Tat, und das hat uns die ganze Legislaturperiode durch begleitet, für die Piratenfraktion ja ein wichtiges Anliegen war, auf die Relevanz von Creative Commons Lizenzen hinzuweisen. Das hat uns jetzt an vielen Stellen, in vielen Kontexten beschäftigt und wir haben als Grüne da auch immer darauf hingewiesen, wie groß die Relevanz dieses Themas für uns ist. Und ich habe natürlich auch mich umgeguckt, welche grünen Erzeugnisse jeweils unter Creative Commons Lizenz stehen. Davon gibt es auch einige. Die Frage ist, brauchen wir so einen Förderpreis, beziehungsweise ist der Preis tatsächlich das richtige Mittel? Ich habe mir versucht zu vergegenwärtigen, was gibt es denn so für Kulturpreise? Da gibt es Preise, die werden für Sparten oder Themen oder Werkstoffe oder Genres oder wie auch immer vergeben, aber so Lizenz und Preis, ich fand, das beißt sich ein Stück weit und außerdem, und da muss ich tatsächlich dem Kollegen Schick auch mal recht geben, sozusagen ist das jetzt, sind Creative Commons Lizenzen jetzt etwas so Exotisches, dass man da groß Förderpreise für vergeben muss? Ich glaube, das sind sie nicht mehr und ich sage gerne, Gott sei Dank sind sie das nicht mehr. Das Thema gehört natürlich an vielen Stellen noch unterstützt in der Künstlerausbildung, bei Fortbildung und auch als Thema im Kulturförderplan. Das ist völlig klar, aber diese Form des Preises brauchen wir nicht. Herzlichen Dank.